Stein und Flöte, Teil 61. Wenn du mich fragst, sagte Zirbel, du weißt ja, dass ich nur dann spreche, wenn man mich anredet. Ich denke, du hast noch ganz andere Möglichkeiten, mich auf dich aufmerksam zu machen, sagt Lauscher. Ganz so hilflos bist du darin nicht, wie mir scheint. Der Zirbel kicherte hölzern und sagte, sehr sicher scheinst du deiner Sache ja nicht zu sein, aber wann ist es schon einer von deiner Art, insoweit er ehrlich mit sich selbst ist? Solange du nur an diese kleine Urla denkst, müsste schon alles so ablaufen, wie es du dir vorgestellt hast. Vielleicht solltest du dich nicht allzu sehr auf dich selbst verlassen, sondern darauf hoffen, dass man dich in dieser Sache nicht allein lässt. Solange du dir wenigstens ein bisschen Mühe gibst, bei dem zu bleiben, was du dir vorgenommen hast. Lausche spürt sie jetzt wieder einmal den süßen, harzigen Duft dieses uralten Baumwesens, und das weckt in ihm eine Empfindung, als nehme ihn die mütterliche Zirbelin in die Arme, wie ein Kind, das nicht mehr aus noch ein weiß in seiner Unsicherheit. Schlaf jetzt, Lauscher, sagte sie mit sanfter Stimme, die so sa ganz anders klang als die spöttische, knarrende Stimme des Zirbels. Schlaf ein und ich habe ein bisschen Vertrauen. Mit dieser stümperhaften Art von Zauberei, wie sie Nazir betreibt, ist unsereins noch immer fertig geworden. Die nächsten 2 Tage verbrachte Lauscher zum größten Teil am Waldrand, schaute hinaus auf die Wiesen und sah den Pferden zu, die grasend langsam dahinschritten und nur hier und da den Kopf hoben, um sich ihm herüberzublicken. Und jedes Mal, wenn er zum Himmel hinaufschaute, sah er ganz hoch oben unter den Wolken den Falken seine Kreise ziehen. Am späten Nachmittag des 2. Tages kamen ein paar Reiter talaufwärts geritten. Lausche sah sie schon von weitem, auch der Falke stand jetzt niedriger über ihnen. Nach einer Weile konnte Lausche erkennen, dass dort 2 Männer, eine Frau, ein Kind auf die Hirtenhäuser zutrabten, und da wusste er, dass Ani Lucca gekommen war. Kurze Zeit später tauchte sie schon wieder zwischen den Blockshütten auf und ging über die Wiesen auf ihn zu. Je näher sie kam, desto schöner erschien sie ihm, und als sie schließlich vor ihm stand, trat der Erinnerungsbild, das vor ihr mit sich getragen hatte, wie ein blasses Schemen zurück vor der Schönheit dieser Frau, die ihn aus ihren schwer zu beschreibenden Augen anblickte. »Wo bist du so lange gewesen, Lausche?« fragt sie. Da erzählte ihr, wie es ihm bei den Bluttagsleuten ergangen war und auf welche Weise er von Urlas Stummheit erfahren hatte. »Schneefing hat mir geholfen, von dort wegzukommen«, sagte er. »Ich hatte schon erfahren, dass du unterwegs warst«, sagte Ani Lucca. »Deine Fische?« fragte Lauscher, und als Ani Lucca nickte, sagte er. »Du hast zuverlässige Boten. Es war wohl falsch von mir, dass ich von dir davongelaufen bin, wenn ich auch nicht im Sinn hatte, mich in eine solche Abgeschiedenheit zu begeben. Ich habe dort oben in den Bergen oft an dich denken müssen. Vielleicht sollten wir uns doch nicht so völlig aus den Augen verlieren, auch wenn du jetzt einen anderen Mann hast. Belane ist mit mir bis zu den Hirtenhäusern geritten«, sagt Ani Lucca. »Aber er war der Meinung, ich solle erst einmal allein mit dir sprechen. Weißt du, dass er dein Freund ist?« »Ja«, sagt Lauscher, »das habe ich ebenso wenig vergessen wie die Farbe deiner Augen, obwohl ich mir dein Gesicht zuletzt kaum noch vorstellen konnte. Aber deine Augen waren bei mir, als trüge ich Arnis Stein noch immer auf der Brust.« »Ach, Lauscher«, sagt Ani Lucca und nahm ihn in die Arme, »so ist es nun einmal, und ich bin schon froh, dass du jetzt zurückgekommen bist.« Lauscher verlor sich in dem verwirrenden Farbenspiel ihrer Augen, und der berauschende Duft ihres Haares raubte ihm fast die Besinnung. Doch da wurde er unsanft aus diesem Versinken in die Wirklichkeit zurückgeholt. Er spürte einen derben Schlag auf den Fuß, und da hatte sich doch wahrhaftig der Zirbel zu Wort gemeldet, den er in Ani Luccas Umarmung hatte aus der Hand gleiten lassen, und der mit einem knubbeligen Kopf auf seine Zehen gefallen war. »Schon gut, Zirbel«, murmelte er, »ich habe schon verstanden.« Er löste sich aus ihren Armen und sagte, »setz dich zu mir an den Waldrand, Ani Lucca, und erzähl mir von der kleinen Urla. Ist sie wirklich so stumm, wie die Leute sagen?« Ani Lucca schaute eine Weile schweigend vor sich hin ins Gras, nachdem sie sich gesetzt hatte, und dann sagte sie, »wenn du damit meinst, dass sie nicht reden kann wie ein Mensch, dann ist sie stumm. Aber sie plappert oft in merkwürdigen Lauten vor sich hin, so dass man manchmal meinen könnte, sie spräche eine Sprache, die keiner verstehen kann. Vieles, was man ihr sagt, scheint sie zu begreifen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie die Worte wirklich versteht oder auf andere Weise aufnimmt, was man ihr mitteilen will. Sie ist lieb und freundlich und auch geschickt bei allen möglichen Arbeiten, aber ich habe keine Ahnung, was sie denkt oder was sie ihr vorgeht.« »Wie versteht sie sich mit Tieren?« fragt Lauscher. Ani Lucca blickt ihn überrascht an.
Merkwürdig, dass du das fragst, sagt sie. Ula hält sich am liebsten bei Tieren auf und geht auf eine so selbstverständliche Weise mit ihnen um, wie ich es noch nie bei einem Kind gesehen habe. Wenn ein Tier krank ist, weiß sie sofort, was ihm fehlt und zeigt einem dann, was man tun muss. Lausche nickte, denn er hatte dergleichen schon vermutet. Dann fragte Aniluka, ob er Ruzzo erzählt habe, auf welche Weise dem Kind helfen konnte. Ja, sagt Aniluka, und ich habe unterwegs immer wieder darüber nachgedacht, ob man dieses Wagnis eingehen soll. Es kann für uns alle gefährlich werden, vor allem aber für Urla selbst. Ich weiß, sagt Lausche, doch ich kann die Hoffnung nicht aufgeben, dass sogar eine Zauberhexe wie Nazir noch etwas lebt, das sie zum Guten bewegen könnte. Und wenn dir der Preis zu hoch erscheint, den es vielleicht kosten wird, dann reitest du besser mit Urla wieder zurück nach Arziak. Ich will nichts gegen deinen Willen tun. Nein, sagte Aniloka, wir müssen diese Gefahr auf uns nehmen. Ist es nicht so, dass wir sonst jede Hoffnung verlieren würden, dass das Gute in dieser Welt stärker ist als das Böse? Wie sollte man dann noch leben? Sie vereinbarten noch, wo und zu welcher Zeit sie am Morgen treffen wollten, und dann kehrte Aniloka zurück zu den Hirtenhäusern. Lausche sah sie langsam über die Wiesen gehen und konnte überhaupt nicht mehr begreifen, dass er einmal beschlossen hatte, ihr aus dem Weg zu gehen. Er war erstaunt, wie wenig es ihm jetzt ausmachte, dass sie nun zu Belani ging. Viel wichtiger war die Freude darüber, dass es sie gab, dass sie nicht nur ein Traumbild war, dass es sich selbst zurechtgemalt hatte. Sie lebte, sie war da und sie vertraute ihm, und all das erfüllte ihn mit Freude, als er zwischen den Bäumen zu den Holzfällerhütten zurückschlenderte, nachdem er sich vergewissert hatte, dass der Falke noch immer niedrig über der Talsohle schwebte. Am nächsten Morgen stand Lausche mit Schneefink schon in der Sonnenaufgang am Waldrand und schaute hinüber zu den Hirtenhäusern. Kurze Zeit später sah er Belani mit Aniluka in der kleinen Urla aus der Tür treten. Sie fassten beide das Kind bei der Hand und kamen so auf ihn gegangen. Lausche hatte jetzt nur noch Augen für das Mädchen. Es war etwa so alt, wie Aniluka damals gewesen war, als sie zum ersten Mal in Arziak getroffen hatte. Und es hatte die gleichen Augen wie sie. Auf der Brust trug es eine zierliche Gitter aus Silberdraht, Arnisstein. Urla blickte Lausche schon im Näherkommen unverwandt ins Gesicht, und als sie vor ihm stand, sagt sie: Du bist der Mann, der meine Wiege gemacht hat. Ja, der bin ich, sagt Lausche, und erst als er die verblüfften Mienen von Aniluka und Belani sah, wurde ihm bewusst, dass Urla mit ihm in einer Sprache gesprochen hatte, die am ehesten wie die der Ziegen klang. Da lachte er und sagte: Das Kind ist nicht stumm, ihr versteht nur die Sprache nicht, die es spricht. Das hast du schon gestern vermutet, sagt Aniluka. Ja, sagt Lausche, aber ich war mir meiner Sache noch nicht sicher. Ehe die beiden noch etwas sagen konnten, redete Urla weiter und sagte: Ich kenne all die Geschichten von dir. Deine Tiere haben sie mir erzählt. Der lustige Esel Jalf, der Bock Einhorn mit seinen Ziegen, Goldauge, Nadelzahn, die Schlange Rinkula und die drei Mäuse mit dem langen Namen, die ich immer verwechsel. Schon als ich noch in meiner Wiege lag, haben sie mir Geschichten erzählt, aber meine beiden Brüder, die nach mir in die Wiege gelegt haben, konnten sie nicht verstehen. Jetzt habe ich die Wiege wieder in meinem Zimmer stehen und kann mich mit deinen Tieren unterhalten. Die Mäuse mag ich am liebsten. Das kann ich gut verstehen, sagt Lausche. Niemand hat mir so geholfen wie die tapferen Mäuse. Aber jetzt lass mich erst einmal Belani begrüßen. Er wollte Belani an die Hand reichen, aber der umarmte ihn wie einen Freund und sagte: Auch ich bin froh für Lausche, dass du wieder hier bist. Und jetzt, wo ich sehe, wie du mit Urla sprichst, bin ich sicher, dass dir gelingen wird, was du dir vorgenommen hast. Belani trug noch immer seinen Schläfenzöpfe, und als er Lausches Blick bemerkte, sagte er: Ja, wir, die in der Steppe zu Hause waren, haben unsere Zöpfe nicht abgeschnitten, wie Anis Leute. Es sollte keiner auf den Gedanken kommen, dass es genüge, das Äußere zu verändern, wenn man das ganze Leben ändern muss. Während sie noch miteinander sprachen, hat Lausche schon den Falken bemerkt, der niedriger über die Wiesen herangestrichen war und sich jetzt auf einem Baumstumpf am Waldrand niederließ. Nun wirst du mir wohl mein Eigentum zurückgeben müssen, wenn das Kind lernen soll, wie ein Mensch zu sprechen, sagt der Vogel. Sobald sie diese für sie unverständliche Stimme hörte, die doch nicht wie eine Stimme eines Falken klang, nahmen Aniluka und Belani das Mädchen zwischen sich, als müssten sie es vor dem zauberischen Wesen behüten. Den beiden ist die Sache wohl nicht ganz geheuer, sagt der Falke spöttisch. Gib mir jetzt den Schmuck, Lausch, oder hast du es dir anders überlegt? Nein, sagt Lausch, ich vertraue darauf, dass du zu deinem Wort stehst. Er ging die wenigen Schritte hinüber zu dem Baumstumpf und legte Kette samt Ring auf das grauschwarz verwitterte Holz.
Jetzt geschah alles sehr schnell. Der Falke beugte seinen schmalen Kopf hinab zu der Kette und im nächsten Augenblick schon stand statt seiner Narzia an dieser Stelle und streifte sich den Ring über den Finger. Der Falkenschmuck schmiegte sich golden Blitzen um ihren schmalen Hals und sie sah so jung aus wie an dem Tag, als Lausche sie zum letzten Mal gesehen hatte. Sie ging langsam auf die kleine Urla zu und blieb dicht vor ihr stehen. Einen schönen Schmuck hast du da am Hals hängen, sagte sie mit schmeichelischer Stimme und griff nach dem Stein. Dann fügte sie unvermittelt scharf hinzu: Gib das Ding her, wenn du nicht stumm bleiben willst. Das war nicht ausgemacht, rief Lausche. Ausgemacht oder nicht ausgemacht, sagt Nazir. Das hättest du dir früher überlegen müssen, du Dummkopf. Jetzt, wo ich meinen Falkenring wieder am Finger trage, sollst du dich hüten, mir etwas zu verweigern. Du müsstest doch am besten wissen, wie sich einer fühlt, den meine Zauberkraft getroffen hat. Urla schaute noch immer diese junge Frau, die so plötzlich hier erschienen war, in die grünen Augen. Sie hatte wohl kaum verstanden, was Nazir gesagt hatte, aber sie begriff sehr gut, was diese Frau von ihr wollte. Mit einer raschen Bewegung streifte sie die Kette über ihren Kopf und Anis Stein hing. Und jetzt legte sie sich das Kleinod in Nazirs Hand. Ich schenke dir den Stein, sagt sie in ihrer merkwürdigen Sprache. Weißt du nicht, dass es Unheil bringt, wenn man ihn nicht sich nimmt? Man muss ihn geschenkt bekommen, dann bringt er Glück. Dass Nazir die Worte des Mädchens nicht verstanden hatte, war offensichtlich. Sie blickte gierig auf den Stein und sagte: Du bist ein kluges Kind, dass du mir das Glitzerding freiwillig gibst. Es wäre dir schlecht bekommen, wenn du es mir verweigert hättest. Dann schaute sie Lausche triumphierend an. Nun hast du das Spiel doch noch verloren. Jetzt hält mich hier nichts mehr zurück. Sie öffnet die Kette, an die Arni Stein hing, um sich um den Hals zu legen. Belani, der diese Szene mit wachendem Zorn beobachtet hatte, wollte vortreten und sie daran hindern, aber Lausche hielt ihn zurück und schüttelte den Kopf. Er wünschte sich verzweifelt, dass er seine Flöte zur Hand gehabt hätte. Wahrscheinlich wäre er in diesem Augenblick fähig gewesen, jeden nur möglichen Zwang auf diese grünäugige Hexe auszuüben. Aber das Wünschen half nichts, denn das Instrument lag unerreichbar in Lianas Obhut, auf dem tiefsten Grund des Sees. Nazia hatte die Kette inzwischen ihrem Nacken geschlossen und nun schimmerten die Augensteine auf ihrer Brust. Und im gleichen Augenblick wandelte sich der Ausdruck ihres Gesichts. Lauschen bemerkte es sofort. Ihr Gesicht wirkte wie das eines Menschen, der aus einem Hasstraum erwacht. Der Ausdruck des höhnischen Triumphes war wie weggewischt. Ihre Züge glätteten sich, dass sie ihm schöner erschien, als sie je gesehen hatte. Und sie schaute das Mädchen an, als erblicke sie es zum ersten Mal. »Komm zu mir, Urla«, sagte sie mit völlig veränderter Stimme. Komm, damit ich dir für deinen Stein danke. Mir ist zumute, als sei ein Zauberreifen aufgesprungen, der mein Herz bisher umschlossen hatte. Sie nahm das Kind in die Arme und während sie es an sich drückte, legte sie ihm die Hand mit dem Falkenring auf die Lippen und flüsterte: Sprich wie ein Mensch, kleiner Urla. Wenn sie das noch sagte, schien ihr Gesicht zusehends zu altern. Ihre Hände zitterten schon wie die einer Greisin, als sie die Kette mit Anis Stein wieder von ihrem Hals löste und dem Mädchen umlegte. Wenigstens einmal im Leben möchte ich etwas verschenken, flüstert sie. Ich schenke dir den Stein zurück und ich bin sicher, dass du deinen Glanz folgen wirst. Ihr Leib war schon so eingefallen und gebrechlich, dass Urla sie stützen musste, damit sie nicht zusammenbrach. Ihre grünen Augen waren noch klar wie der Smaragd auf dem Ring, aber ihr Blick hatte sich völlig gewandelt. Als jetzt Lauscher anschaute und sagte: Spiel mir etwas auf deiner Flöte, solange ich noch hören kann. Jetzt erst hatte Lauscher wirklich Grund zu bedauern, dass er die Flöte nicht bei sich trug. Aber während er noch unschlüssig dastand und nicht wusste, was er tun sollte, hatte Schneefink seine Flöte schon an die Lippen gesetzt und fing an zu spielen. Er begann mit einem leise angesetzten tiefen Ton, eher schon eine Art Summen, so wie man der Wind durch das Schneppengras streicht. Und dieser Ton nahm langsam an Lautstärke zu, bis er die Kraft eines Sturmes erreichte, unter dem sich die Halme bis zum Boden biegen. Dann nahm dieser Ton wieder ab, aber lösten sich vereinzelt andere Töne von dieser ungestalteten Ebene, schlossen sich nach und nach zusammen zu einer eintönigen Melodie, wie sie in den Zelten der Beutereiter gesungen wurde. Und diese zunächst ruhige und sich gekehrte Tonfolge steigerte ihren Rhythmus, wurde schneller und schneller, bis Lauscher die stuppigen Gäule über die ganze Unendlichkeit der Grasfläche preschen sah. Polternde Hufe, strähnige Spuren und wegspritzende Erde. Und Lausche sah noch mehr, während der Junge immer weiter spielte. Harte, misstönende Sprünge brachen aus der Melodie hervor, aber jedes Mal ergab sich aus dieser scheinbar einander widerstrebenden Töne ein neues harmonisches Gefüge, dessen Schönheit nur gesteigert wurde
durch die fast unerträgliche Spannung des Beginns. Und jetzt formten sie nach und nach Bilder in Lausches Vorstellung. Und er sah, wie Natia ihn zu jenem Zwitterwesen von Faun verwandelte, um ihn zu bewahren für seine Begegnung mit Aniluka. Er sah, wie sie ihm durch die Elstern den Weg gewiesen hatte, zu Stahl und Feuerstein, damit er sich im Winter am Feuer wärmen konnte. Und wie sie das Wiesel und die Maus zu ihm geschickt hatte, die seine Freunde geworden waren. Alle, die sie in Hunde verzaubert hatten, waren am Leben geblieben und gerettet worden beim großen Reitersturm. Selbst ihr Zauberschmuck hatte sie für ihn bereitgelegt, damit er ihr die Mittel in die Hand geben konnte, der kleinen Urla die Sprache der Menschen zu schenken. All diese Vorhaben, die so misstönend begonnen hatten, waren ihr auf eine geheimnisvolle Weise zum Guten ausgeschlagen. Das begriff er erst jetzt richtig, und er sah in Nazias Augen, dass auch sie es begriff, während sie Schneefings Spiel lauschte, dass immer wieder diese Sequenz variierte, in der die scheinbare Unordnung jeweils zu Kristallisationspunkt immer wieder neu sich entfaltender Ordnung wurde. Urla hatte Nazia vergehenden Körper in das weiche Waldgras unter den Büschen gebettet. Das einzige Lebendige an der Sterbenden waren jetzt nur noch ihre Augen, die wie Smaragde in den Totenschädel leuchteten. Und während Schneefing noch immer weitere Melodien fand, blickte sie Lausche in plötzlichem Erschrecken an und flüsterte: Deine Angst, ich habe sie dir noch nicht genommen. Du sollst wieder unter freiem Himmel stehen können. Sie hob ein letztes Mal mühevollen Anstrengung ihre rechte Hand, an der noch immer der Falkenring funkelte, und murmelte stockend: Sei ein! Dann sank ihre Hand zurück, und das, was von ihrem Körper noch übrig war, zerfiel in wenigen Augenblicken zu grauem Staub, in dem nichts weiter zurückblieb als die Kette und der Ring. Erst jetzt setzte Schneefing seine Flöte ab. Eine Zeit lang stand er noch mit hängenden Armen, als lauschte er den letzten Tönen nach, und dann sagte er gleichsam entschuldigend: Du hattest mich hierher mitgenommen, weil vielleicht ein Flöte gebraucht werden könnte. Ja, sagt Lausche, und ich selbst hätte diese Aufgabe nicht annähernd so gut lösen können wie du. Jetzt bin ich froh, dass ich meine Flöte als Pfand bei der Wasserfrau lassen musste, aber dergleichen begreift man immer erst im Nachhinein. Was ich kann, habe ich von dir gelernt, sagt Schneefling. Doch Lausche schüttelte den Kopf. Diese Art von Lernen bedeutet nicht viel, sagt er. Entscheidend ist allein, dass man begreift, wann und wozu man spielen soll. Und das hast du von selbst herausgefunden. Es spielt dabei auch keine sonderliche Rolle, ob du die Flöten aus Silber oder aus Holz sind. Dennoch sollst du den Zauberschmuck wieder an dich nehmen, damit du deine Flöte auslösen kannst, sagt der Lunge. Vor allem deshalb, weil er mir nicht gehört, sondern Layana, sagt Lausche. Ich muss ihn ihr zurückbringen. Als er Kette und Ring vom Boden aufhob, rieselten noch ein bisschen Staub aus den Verzierungen und wehte im Wind davon. Das Übrige war schon zwischen Gras und Kräutern vergangen. Die kleine Urla stand währenddessen zwischen ihren Eltern und redete auf sie ein, als müsse sie jetzt alles nachholen, was sie bisher versäumt hatte. Diese Frau mit den grünen Augen, sagte sie gerade, muss selber verhext gewesen sein, denn so böse, wie sie erst zu sein schien, war sie dann gar nicht. Diesen Zauber hast du selber gebrochen, als du ihr den Stein geschenkt hast, sagt Lausche. Du hast im entscheidenden Augenblick das einzig Richtige getan, und ohne dich säßen wir vielleicht alle jetzt als Mäuse hier im Gras. Urla lacht und sagte: Das stelle ich mir lustig vor, ich mag Mäuse, aber mich hätten sie nicht verzaubert, das weiß ich genau. Nun mussten alle lachen, und Belerni sagte: Ich glaube nicht, dass es den Leuten in Arziak recht gewesen wäre, wenn deine Mutter und ich als Mäuse von diesem Ausflug zurückgekommen wären. Das brachte Urla noch mehr zum Lachen. Als sie wieder zum Atem kam, sagt sie: Ich hätte dann jetzt jeden von euch in eine Tasche meines Kittels gesteckt, die eine Maus rechts, die andere Maus links, damit ich euch nicht verwechsle. Und wenn dann das große Rad zusammenritt, hätte ich euch nacheinander auf den Tisch gesetzt. Das ist die Erzmeisterin, hätte ich gesagt. Und das ist der Kahn. Seid alle schön leise, damit ihr hören könnt, was ich euch zu sagen habe. Lauscher hatte ihr lächelnd zugehört, doch bei den letzten Worten stutzte er. Bist du jetzt die Erzmeisterin, Aniluka? Fragt er. Ja, sagt sie, vor 5 Jahren ist meine Mutter gestorben. Ich würde dich gern in unsere Stube von den Hirtenhäusern drüben einladen, um dir das zu erzählen, wie jetzt die Dinge in Arziak stehen, aber ich weiß nicht, ob Nazia dich noch von ihrem Zauberbann befreien konnte. Willst du versuchen, ob du uns begleiten kannst? Schon seit dem Augenblick, in dem Nazias Hand kraftlos herabgesunken war, hatte Lausche sich ständig gefragt, ob sie ihren Spruch, wenn auch unhörbar, hatte zu Ende sagen können. Aber das Verweilen unter dem schützenden Dach der Bäume war ihm schon so zur Gewohnheit geworden, dass es ihm große Überwindung kostete, aus dem Schatten hinaus ins Freie zu treten. Während er noch unschlüssig dastand, nahm ihn die
kleine Urla bei der Hand und sagte: Du musst es versuchen, komm. Sie zog ihn hinaus in die Wiese und Lauscher war darauf gefasst, dass ihn seine Angst wie ein herabstürzender Felsblock treffen würde. Aber der Schlag blieb aus. Er spürte nur eine leichte Beklemmung, die ebenso gut ihre Ursache darin haben konnte, dass er den Aufenthalt unter freiem Himmel so lange gemieden hatte. Siehst du, sagt Urla lachend, es geht. Sie ließ seine Hand los, um zurück zu ihrer Mutter zu laufen. Doch in diesem Augenblick war ihm, als zöge sich ein eiserner Ring um sein Herz zusammen. Die Angst war wieder da, wenn auch nicht so überwältigend, dass sie ihm das Bewusstsein hätte rauben können. Unter Aufbietung all seiner Kräfte blieb er stehen, wo er war, und stellte fest, dass er es aushalten konnte, wenn ihm auch der kalte Schweiß auf der Stirn trat. Sie hat es wohl nur zur Hälfte geschafft, sagte er mühsam, und in einem Ausflug von grimmigen Scherz fügte er hinzu: Bei mir ist wohl jeder Zauber nur halb gelungen. Gib mir deine Hand, Urla. Wenn du bei mir stehst, geht es leichter. Und so war es auch. Sobald er wieder ihre kleine warme Hand hielt, löste sich der Krampf und das ungute Gefühl, das ihm noch zurückblieb, schien ihm jetzt schon kaum der Rede wert. Auf solche Weise gingen sie miteinander über die Wiesen hinüber zu den Hirtenhäusern. Und sobald er ein Dach über dem Kopf spürte, konnte Lauscher wieder frei atmen. Es war die gleiche Stube, in der er mit Ani Luca gesessen hatte, als sie noch ein Kind war. Damals hatte sie ihn auf der Eckbank gehockt und er hatte ihr seine lustigen Lieder vorgespielt, damit sie den Schrecken vergaß, den sie ihr die beiden Wölfe eingejagt hatten. Diesmal war sie hier die Hausherrin, brachte Brot, Käse und ein Stück durchwachsenen Rauchspeck, stellte für jeden einen Becher auf den Tisch und zuletzt noch einen Krug Wein. Dann erst setzte sie sich zu ihnen und forderte sie auf, zuzugreifen. Sei mein Gast, Lauscher, sagte sie, und auch du, Schneefink, der so schön flöten kann. Lasst es euch schmecken. Auch Ani Luca achtete noch auf die alten Sitten. Lauscher erinnerte sich an den Traum aus der Zeit der Versteinerung, in der er zu Gast bei Urla gewesen war. Sie hatten die gleichen Worte gesprochen wie jetzt Ani Luca, und so wurde natürlich auch, wie sie sich gehört, während des Essens keine Sache von Belang erörtert. Urla spielte während der Mahlzeit ihr Mäusespiel weiter und wurde nicht müde, immer neue Geschichten zu erfinden, in denen ihre Eltern als Mäuse auftraten. Auch füttern hätte ich euch müssen, sagt sie. Ihr hättet ja gar nicht auf den Tisch hinaufgereicht. Und dann streckte sie jedem der beiden einen Bissen in den Mund. Alle spielten das Mäusespiel mit, freuten sich, dass Urla reden konnte wie ein Mensch und hatten viel Spaß miteinander. Als alle satt waren und keiner mehr trotz der Nötigungen Arni Lukas etwas essen wollte, räumte sie die Speisen ab, schenkte noch einmal Wein nach und setzte sich neben Belani auf ihren Platz. Ihr habt zwei Söhne, wenn ich Urla richtig verstanden habe, sagt Lausche. Sie hat es erwähnt, als sie mir von ihrer Wiege erzählte. Ja, sagte Belani, Azo ist jetzt 10 Jahre alt und Arnizo wird in diesem Monat 7. Und das sind bei weitem nicht die einzigen Kinder im Tal von Arziak, die zu den dunklen Augen der Steppenreiter die blonden oder braunen Haare der Bergdachse haben. Steppenreiter nennt ihr euch jetzt? Fragt Lausche. Wenigstens jene, die noch in den Zelten draußen im Grasland aufgewachsen sind, sagt Belani. In den vergangenen 20 Jahren hat sich da jedoch einiges schon viel verwischt. Allerdings gibt es noch immer ein paar Leute, die sich absondern und ihre Art reinhalten wollen, wie sie es nennen. Auf der einen Seite ist das die Zunft der Goldschmiede, deren Mitglieder sich weigern, einen Nachkömmling der Steppenreiter in ihren Häusern oder gar in Familien aufzunehmen. Sie haben da ein altes, fast schon vergessenes Gesetz ausgegraben, das es ihnen verbietet, einen ehemaligen Dieb oder auch nur jemanden aus seiner Verwandtschaft zu beschäftigen oder mit ihm die Ehe einzugehen. Dieses Gesetz mag früher durchaus seinen Sinn gehabt haben, denn wer ständig kostbare Gegenstände im Haus aufbewahrt, muss sich davor schützen, dass sich verdächtige Personen einschleichen können. Aber ich halte es für falsch, dieses Gesetz gegen Leute aus der Steppe anzuwenden, die nicht mehr auf Beute aus sind, sondern friedlich mit den Bergdachsen zusammenleben wollen. Ein Gesetz erfüllt seinen Sinn nicht mehr, wenn man es nur aus der Formel benutzt, mit der man andere Ansichten verfolgt. Welche Absichten meinst du, verfolgen die Goldschmiede damit? Fragte Lausche. Sie halten sich für etwas Besseres als das übrige Volk, sagt Belani. Ihr Blut soll sich nicht mit den gewöhnlichen Beutereitern vermischen, wie sich das ausdrücken. Ja, du hast schon richtig gehört, es sind die einzigen, die uns noch bei diesem alten Namen nennen. Es gibt aber auch eine Gruppe von Familien aus den Zelten der Horde, die sich abseits hält. Meist sind es Sippen ehemaliger Anführer. Nicht einmal deren Kinder wollen sich in die Gemeinschaft einfügen. Die Jungen reiten oft zusammen übers Gebirge, um ein paar Wochen in Zelten draußen in der Steppe zu leben,
und Reiterübungen zu veranstalten. Vorderhand ist das mehr ein Spiel, aber mir ist zu Ohr gekommen, dass sie in irgendeinem Dorf am Rand der Steppe schon ein paar Pferde gestohlen haben sollen. Die Schuldigen waren nicht zu ermitteln, aber ich mache mir Sorgen deswegen. Man sollte ihm ansehen, dass er sich Sorgen machte. In sein hageres Gesicht hatten sich schon tiefe Falten eingegraben und seine Schultern waren etwas nach vorn gebeugt, als trüge er ständig eine schwere Last. Aniluka legte ihre Hand auf seinen Arm und sagte: Vergiss nicht, dass dies nur wenige Leute sind im Vergleich zu den vielen, die zufrieden und fröhlich miteinander in Arziak leben. Es war ein Gefühl, es war ein Glück, lausche, dass du uns Döri geschickt hast. Überall im Tal kann man jetzt Musik hören und nichts macht die Leute schneller miteinander vertraut, als wenn sie zusammen tanzen und singen. Was hat uns in den ersten Jahren nach dem großen Reitersturm gefehlt? Deine Mutter muss damals eine schwere Aufgabe gehabt haben, sagt Lausche. Ja, sagt Aniluka. Wie stark das an ihren Kräften gezehrt hat, haben wir erst gemerkt, als sie so plötzlich starb. Aber alle Leute im Dorf hatten große Achtung vor ihr. Außerdem war sie für die Bergdachse Promezzos Witwe und sie selber stammte als Urlas Großenkelin aus einer alten Goldschmiedesippe. Die Steppenreiter sahen in ihr eine Nichte ihres alten Khan und für jene, die sich nicht daran gewöhnen konnten, sich einer Frau unterzuordnen, war ja von Anfang an Belani da, der bei seinen Leuten noch immer als Khan gilt. Unsere Heirat war dann ein Zeichen dafür, dass die Vereinigung der beiden Völker endgültig ist. Die wenigen Leute, von denen Belani gesprochen hat, werden das eines Tages auch begreifen. Ich will es hoffen, sagt Belani, aber ihr Eigensinn macht mich dennoch unruhig, als ich in die Stube mit deiner Mutter diesen Vertrag abgesprochen hatte. War mir ein Traum in Erfüllung gegangen, den ich schon als Junge geträumt hatte. Warum muss es dann immer wieder Leute geben, die bei ihren alten Ansichten verharren und nicht begreifen wollen, dass es besser ist, in Freundschaft miteinander zu leben, statt sich abzusondern? Kann man sie nicht zu dem zwingen, was man als das Richtige erkannt hat? Nein, sagt Lausche, das kann man nicht. Und das solltest du am besten wissen, wo du doch oft mit Ahne geritten bist. Es war jedenfalls seine Meinung, dass man keine Entscheidung über andere Menschen fällen könne. Dann werde ich meinen Traum nie vollkommen verwirklichen können, sagt Belani. So ist das doch immer mit Träumen, erwiderte Lausche. Er merkte, wie Aniluka ihn anschaute, als er das sagte. Unter dem Blick ihrer Augen wurde ihm erst voll bewusst, dass er von sich selbst gesprochen hatte, und er fuhr fort: Dennoch wäre es falsch, solche Träume zu vergessen, denn sie sind ein Zeichen dafür, dass es das Vollkommene gibt, auch wenn es unerreichbar erscheint. Schneefing hatte sich bisher nicht an diesem Gespräch beteiligt, sondern nachdenklich vor sich hin auf die Tischplatte gestarrt. Jetzt hob er den Kopf und sagte: Wäre es nicht unerträglich, eine solche Art von Vollkommenheit zu erreichen? Was gäbe es dann noch zu tun? Müsste man nicht in Bewegungslosigkeit erstarren, weil man sonst diesen Zustand der Vollkommenheit zerstören würde? Wenn ich auf meiner Flöte zu spielen beginne, habe ich eine Vorstellung von den vollkommenen Melodie, die ich finden möchte. Aber da sind dann meine Finger, deren Beweglichkeit eingeschränkt ist. Im entscheidenden Augenblick geht mir der Atem aus und das Instrument selber, so gut es auch sein mag, leistet mir Widerstand. Doch gerade darin liegt für mich der Reiz des Spielens. Innerhalb der Grenzen, die mir gesetzt sind, spielt mich an die vollkommene Melodie heranzutasten, die ich noch nie erreichen werde. Ich glaube überhaupt, dass Vollkommenheit nichts Festes, Endgültiges ist, sondern etwas, das sich immer wieder entfaltet. Ich kann sie mir jedenfalls nur als etwas Lebendiges vorstellen, und alles Lebendige wächst und verändert sich. Du verstehst es, einem Hoffnung zu machen, Schneefink, sagt Belani. Und das scheint mir noch mehr wert zu sein als diese Fröhlichkeit, die der lustige Flöte in unserem Tal gebracht hat. Was hast du jetzt vor, Lausche? Wirst du länger bei uns bleiben? Einstweilen schon, wenn ihr mir wieder die Holzfällerhütte überlässt, sagt Lausche. Aber zuerst muss ich der Wasserfrau ihren Falkenschmuck zurückbringen. Und wenn du wiederkommst, sagt die kleine Urla, musst du mir auf deiner Flöte all die Lieder vorspielen, die meine Mutter von dir gelernt hat. Das verspreche ich dir, sagt Lausche. Bringst du mich jetzt wieder zu meiner Hütte? Wenn du mitgehst, kann ich unter freiem Himmel schon ganz gut aushalten. Am nächsten Morgen sattelte Lausche und Schneefink ihre Pferde, um sich auf den Weg zur großen Felswand zu machen. Lausche bemerkte, dass der Junge all seine Sachen zusammenpackte und sich auch noch reichlich mit Vorraten versorgte. So lange werden wir nicht unterwegs sein, Schneefink, sagte er. Du sicher nicht, sagt Schneefink. Aber ich habe vor, mich ein bisschen in den Welt umzusehen. Viel mehr als das Dorf meiner Leute im Gebirge und dieses Tal kenne ich ja noch nicht.
Du hast mir einmal von den Fischern am braunen Fluss erzählt, zu denen nur selten ein Spielmann kommt, obwohl sie so gerne Musik hören. Diese Karpfenköpfe möchte ich besuchen und vielleicht reite ich auch noch weiter flussabwärts, bis nach Falkenohr. Ich würde gerne den Meister der Töne kennenlernen, der so seltsame Melodien aus nur 5 Tönen zu spielen versteht. Und bei dieser Gelegenheit kann ich den Magni auch gleich berichten, was aus Narziers Zauberschmuck geworden ist. Du hast ja schon einen festen Plan, sagt Lauscher. Es tat ihm leid, dass er den Jungen verlor, aber nach all dem, was er an diesem Tag von ihm gehört hatte, wusste er auch, dass er ihm nicht mehr beibringen konnte. Du hast recht, wenn du dich auf eigene Füße stellen willst, sagt er deshalb. Aber bis zum See unter der Felswand begleitest du mich doch noch, oder? Gern, sagt Schneefink, aber wir müssen dann einen Weg wählen, auf dem ich bis zum See reiten kann. Denn durch das Schlupfloch in der großen Felswand werde ich mein Pferd wohl kaum hindurchzwängen können. So ritten sie diesmal von der Ahornquelle aus weiter nach Osten hinauf in die Berge und führten ihre Pferde hinauf zu dem Joch, auf dem früher einmal der Zirbel gestanden hatte, als er noch ein Baum gewesen war. Beim Aufstieg über den nur von Krüppelholz bewachsenen Hang überkam Lauscher zwar dieses beklemmende Angstgefühl, und er wäre am liebsten wieder unten den wippenden Latschenzweigen hinaufgekrochen. Da er jedoch sein Pferd am Zügel halten musste, blieb ihm nichts anderes übrig, als weiter aufrecht unter dem blauen Himmel zu gehen und die Nähe des warmen, lebendigen Tieres, das hier und da seine Hand beschnoberte, half ihm, die Last des Himmels zu tragen. Da es schon Abend wurde, blieben sie in der Höhle, in die Lauscher damals vor dem Unwetter geflüchtet war. Als sie gegessen hatten, erzählte Lauscher dem Jungen diese Geschichte, nahm dabei seinen Stock zur Hand und sagte: Nun sind wir wieder an der Stelle, von der aus wir zusammen losgezogen sind, Zirbel. Das ist nun bald 23 Jahre her. Was sind schon 23 Jahre, sagte Zirbel. Es hat sich hier ja auch kaum etwas verändert. Meine Kinder sind ein bisschen gewachsen und haben ein paar neue Kinder in die Welt gesetzt. Das ist schon alles. Aber es ist schön, sie wieder einmal zu sehen. Vom Joch her, das noch unten dem rötlichen Schein der Abendsonne lag, wehte der süße, harzige Duft der Zirben herein und füllte mehr und mehr die Höhle. Gut riecht das hier, sagt Schneefing. Wie zu Hause. Wenn man den Jungen diesen Geruch so gefällt, sagt der Zirbel, kann er sich ein Stück von mir suchen. Ich schenke es ihm gern. Es muss dort draußen noch genug von den angesenkten Holz herumliegen. Zirbel gibt's ja immer nur einen, wenn eine solche Verwandlung vorgenommen wird. Aber so ein Stück harziges Holz ist auch nicht zu verachten. Es wird ihn durch seinen Duft noch an diesen Tag erinnern, wenn er längst ein alter Mann geworden ist. Da ging Lauscher noch einmal mit dem Jungen hinaus zu dem Platz, an dem damals der Blitz niedergefahren war. Und dort stocherte Schneefing ein handliches Stück verklumptes Wurzelholz aus, dem von schwarzer Asche durchsetzten Boden. In der Höhle schabte Lauscher dann mit seinem Messer die verkohlte Kruste ab und legte ein Gebilde frei, das ein kleiner Bruder des Zirbels hätte sein können. Sogar ein braunviolett glänzender Auge tat sich zwischen den gewundenen Holzfasern auf und betrachtete gelassen den Jungen, dem diese Gabe zugedacht war. Schließlich rieb Lauscher das Ergebnis mit seiner Bemühung an seiner Hose blank und legte es Schneefink in die Hand. Denn gib mir mein Zirbel auf den Weg, sagte er. Wenn du allein bist, wird sein Duft dich trösten. Der Zirbel beäugte zufrieden das verknäulte Gebilde und sagte: Es sieht ja fast so aus, als hätte ich dich doch noch einen Zwilling bekommen. Am folgenden Tag führten sie ihre Pferde aus und die äußere Seite des Jochs hinab in die Wälder, ritten weiter, bis sie das nördliche Ende des großen Felswand erreichten, und nun brauchten sie sich nur noch in ihrem Schatten zu halten. Am Nachmittag des dritten Tages hörten sie den Wasserfall rauschen, und wenig später, als sie um einen Vorsprung der Felswand bogen, sahen sie die ständig bewegte Oberfläche des Sees in der Sonne flimmern. Unter einer Weide banden sie ihre Pferde an, und dann holte Lauscher den Falkenschmuck aus der Tasche und trat ans Ufer. »Layana«, rief er, »Layana, ich bin gekommen, um dir Kette und Ring zurückzugeben.« Dann warf er beides in weitem Schwung in den See. Er sah, wie das blitzende Geschmeide durch die kabbelige Fläche tauchte und sah es in die Tiefe sinken, bis es im dunkelgrünen Grund verschwamm. Gleich darauf begann das Wasser in der Mitte des Sees zu kochen, indem ein Schwall von sprühendem Schaum tauchte. Layana empor und hielt sie die silberne Flöte in die Hand. »Da bist du ja schon wieder, Lauscher«, rief sie. »Ist es dir so schnell gelungen, Narzier zu überlisten?« »Nein«, sagt Lauscher, »es war das Kind selbst, das ihre Verzauberung gelöst hat.
Da lachte die Wasserfrau, dass das Wasser rings um sie heraufspürte, und sagte: Was nützt es dir schon, all deine Klugheit gegen einen solchen Zauber, du haariges Mannsbild? Ein kleines Mädchen hat ja mehr Kraft als du. Willst du mir noch etwas vorspielen, ehe du gehst? Gern, wenn du mir meine Flöte gibst, sagt Lausche. Aber ich rate dir, diesen Jungen namens Schneefink darum zu bitten. Er ist ein Flöter, der seinesgleichen sucht. Wenn du es behauptest, dann will ich es glauben, sagt Laiana. Spielst du mir etwas vor, Schneefink? Sie schwamm heran und legte die Flöte ans Ufer. Schneefink blickte Lausche fragend an, doch der sagte: Wenn dich Laiana darum bittet, dann wäre es sehr unhöflich, ihren Wunsch nicht zu erfüllen. Da hob Schneefling die Flöte auf, fing an zu spielen. Es war ein Lied, das mit einer sprühenden Kaskade von Tönen begann, die wie ein Tropfen eines Wasserfalls über den See dahinperlten. Und dann erzählte Schneefling auf seine Weise, wie Nazir von ihrem bösen Zauber befreit worden war und danach der kleinen Ura die Zunge gelöst hatte. Und in diesem Lied war all das enthalten, was Schneefling am Abend in der Stube zu Melanie gesagt hatte. Denn immer wieder zeigte sich, wie eine Reihe von scheinbar zufällig hingeworfenen Tönen unvermutet zur Grundlage eines neuen, fast vollkommenen Melodie wurden, deren Schönheit gerade darin bestand, dass man ihren Sinn erst dann zu begreifen begann, wenn das Ganze sich zur Einheit zusammenschloss. Und auch das Wasser gehörte zu dieser Welt, wie Schneefink aus Tönen aufbaute, und diese Perlen und Sprühen blieb in seiner Musik ständig zugegen. So spielte Schneefink vor Laiana, als er die Flöte absetzte, sagte sie: Dieses Lied werde ich nie vergessen, Schneefink. Du hast mir gezeigt, dass meine eigene Welt wie ein rauschender Bach jene Welt durchströmt, in der ich lebe, und dass beide zusammengehören. Ich bin so vergnügt, wie seit langem nicht mehr. Sie sprang wie ein herrlicher, schlankender Fisch hoch aus dem Wasser, dass ihre grünblonden Haare wie ein Fahne um ihren Kopf flogen, ließ sich mit einem gewaltigen Platschen zurück in die Element fallen und tauchte hinab in die Tiefe. Die beiden am Ufer wischten sich das Wasser aus dem Gesicht und lachten über diesen nassen Abschied. Schneefink rief mit einem Hemdärmel die Tropfen von der silbernen Flöte und wollte sie Lausche geben, doch der schüttelte den Kopf. Behalte sie, sagte er, ich habe lange genug auf ihr gespielt. Doch wie ich sie hätte spielen sollen, habe ich erst vor dir gelernt. Du wirst sie besser spielen als ich, und vergiss nie den Spruch, der auf ihrem Ende eingeritzt ist. Lausche dem Klang, folge dem Ton. Doch übst du Zwang, bringt mein Gesang dir bösen Lohn. Und er fügte hinzu, was sonst noch bei der Übergabe der Flöte gesagt werden musste. In dieser Nacht schliefen sie nur noch unter der Weide am See, und das Rauschen des Wasserfalls drang bis in ihre Träume. Für Schneefink wohl schon wie eine Vorausahnung der gewaltigen Strömung des braunen Flusses, an dessen Ufer er immer weiter stromabwärts reiten sollte. Und für Lauscher als das aus dem vielfältigen Zusammenklang unzähliger Tropfen gemischte Rauschen der Zeit, die immer rascher an ihm vorbeizugleiten schien. Am nächsten Morgen ritt Schneefink weiter hinab durch die Wälder, während Lausche sich auf dem Rückweg ins Flachtal machte. Drittes Kapitel 1.